2051. Mit Erfindung des Fusionsreaktors wurde nicht nur die weltweite Energieversorgung vorerst sichergestellt, es ergab sich auch die lang erträumte Möglichkeit, Raumschiffe in die entlegenen Regionen des Sonnensystems und an noch weiter entfernte Orte zu entsenden. Der Menschheit tat sich ein Schicksal inmitten der Sterne auf. Verschiedene multinationale Konsortien setzen bereits intelligente Roboter ein, um in der heliumreichen äußeren Atmosphäre der Gasriesen gigantische Anlagen zum Rohstoffabbau zu errichten. Ganz bestimmte Heliumisotope werden benötigt, um die Maschinerie der interplanetaren industriellen Revolution anzufachen. Eine Flotte riesiger, autonom arbeitender Kollektoren durchkreuzt das Vakuum des Heimatsystems, angetrieben vom blauen Feuer der Fusionsreaktion. Kleinere Transportschiffe befördern ein internationales Astronautenkorps. Seine Mission lautet, auf den fernen Außenposten nach dem Rechten schauen. Angeflogen werden die um den Mars kreisende Raumstation, die Minen im Asteroidengürtel sowie die Gasriesen Saturn und Jupiter. Ein gewaltiges Schiff entkoppelt sich von einer der orbitalen Extraktionsplattformen in den Jupiterwolken und steuert Europa an, den Jupitermond, der unter seiner kilometerdicken Oberfläche aus Eis ein Ozean birgt. Ausgerechnet hier hat sich womöglich das Wunder einer zweiten Genesis ereignet. Eine bewandte Mission ist gesandt worden, um in dem außerirdischen Habitat nach Anzeichen biologischen Lebens zu suchen. Ausgerüstet mit einem Lande- und einem Quartiermodul, einem gigantischen Schmelzbohrer und einem von Menschenhand gesteuerten Tauchfahrzeug wird das Team aus Astronauten und Astrobiologen sich seinen Weg durch das Eis bahnen und in die dunklen Wasser hinabsteigen. Was erwartet uns Menschen in der finsteren Tiefsee dieses Mondes, dessen Geheimnis nun endlich nach Jahrzehnten der Vorbereitung gelüftet wird? Was wäre, wenn in den ewig sonnenlosen Gewässern von Europa doch etwas leuchtet, so wie schon ein Astrobiologe im Jahre 2016 vermutete? Claudio Flores Martinez, Blogger von Milchstraßentiere. Du bist kein Astrologe, du bist Astrobiologe. Was ist denn ein Astrobiologe? Die Astrobiologie ist ein neues Forschungsfeld. Mhm. Eine Art Kombination aus verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel Astronomie, Chemie, Physik, Biologie, Geologie, in dem daran geforscht wird, wie das Leben auf der Erde entstanden ist und wie es möglicherweise innerhalb unseres Sonnensystems oder auch sogar außerhalb unseres Sonnensystems. Nun galt ja Leben lange Zeit als etwas Einmaliges. Das heißt, die Entstehung von Leben wurde ein kosmischer Zufall. Ein kosmischer Zufall. Und ein kosmischer Unfall. Ein kosmischer Unfall. Und man hat geglaubt, dass dieses Ereignis so unwahrscheinlich ist, dass es sich nirgendwo anders wiederholen könnte. Jetzt hat man aber in den letzten Jahrzehnten nach und nach immer mehr Exoplaneten entdeckt. Erdähnliche Planeten, auf denen vergleichbare Umweltbedingungen wie hier auf der Erde herrschen könnten. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit. Also zu sagen, dass
dass ähnliche Umweltbedingungen auf diesen Exoplaneten herrschen, wäre ein wenig zu viel des Guten, ehrlich gesagt. Ich beschäftige mich ja zum Beispiel persönlich mehr mit habitablen Umwelten innerhalb unseres Sonnensystems. Das heißt, Planeten und Monde, die wir durch unsere eigene Technologie, die wir heutzutage besitzen, erreichen können, mit Robotern. Aber Exoplaneten sind natürlich auch ein sehr interessantes Thema und haben quasi gezeigt, dass es überhaupt Sonnensysteme gibt, die außerhalb unseres eigenen liegen. Das heißt, wir blicken ins Universum und stellen fest, dass sich diese Konfiguration von Sonnensystemen unendlichfach wiederholen. Und in irgendwelchen dieser Sonnensysteme gibt es dann Planeten und manche dieser Planeten befinden sich in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt, sie sind nicht so weit von der Sonne entfernt, dass es zu kalt wird, und sie sind auch nicht so nah dran, dass es zu heiß wird, sondern sie befinden sich in einer gewissen Zone, einer optimalen Zone. Ja, das wäre dann die Erde 2.0. Aber um so eine Art von habitablen Exoplaneten zu entdecken, bedarf es auch noch einer neuen Generation von Weltraumteleskopen. Zum Beispiel ein Teleskop wie dem James Webb Space Telescope, das die NASA gerade entwickelt und das in den nächsten 2-3 Jahren voraussichtlich gestartet werden soll. So, dein Forschungsobjekt ist nun keiner dieser Exoplaneten, sondern Europa. Ein Mond des Jupiter. Genau. Jupiter besitzt nämlich nicht nur ein, zwei oder drei Monde. Insgesamt sind es 64 bekannte Monde. Und von diesen 64 Monden sind vier die sogenannten galileischen Monde, da sie von Galileo Galilei entdeckt wurden. Und diese vier Monde sind relativ groß. Europa, einer der galileischen Monde, ist in etwa so groß wie unser Mond, etwas kleiner. Aber dieser Mond ist nun so interessant, da man durch verschiedene Raummissionen in den 70er und 90er Jahren und auch durch astronomische Arbeit, die auf der Erde durchgeführt werden kann, erkannt hat, dass Europa eine Hülle aus Eis besitzt. Und das hat sofort die Vermutung nahegelegt, dass sich vielleicht ein Ozean unter diesem Eis befinden könnte, ein geschmolzener Ozean. Und das hört sich für mich jetzt erstmal an wie eine Art Riesengletschersee, so wie wir sie ja auch aus der Antarktis kennen, der Vostoksee. Ja, aber auf Europa wäre es ein globaler Ozean, der den gesamten Mond, also den Kern des Mondes, umspannt. Und dieser Ozean wäre bis zu 100 Kilometer tief. Das heißt, dass die Wassermengen, die auf Europa in flüssiger Form vorkommen könnten, das zwei- oder dreifache von dem betragen, was wir an Wasser auf der Erde haben. Wow. Und da vermutest du Leben? Ja, es gibt so einen Leitsatz in der Astrobiologie: Follow the water, folge dem Wasser. Wasser ist ja bekanntlich das Element des Lebens. Und meinte Bruce Lee nicht, sei wie Wasser? Oder sind wir Wasser? Ja, zu 80% bestehen wir ja nur aus Wasser. Aber jede Theorie, die sich mit dem Ursprung des Lebens beschäftigt hat, hat sofort den Zusammenhang zwischen dem flüssigen Medium und der Entstehung von Lebensprozessen. Verstehen. Das heißt, ohne Wasser kein Leben. Es gibt auch ausgefallenere Theorien in der Astrobiologie, die sich damit beschäftigen, wie Leben möglicherweise in einem anderen Lösungsmittel als Wasser entstehen könnte. Also du meintest gerade, follow the water. Wer nach Leben sucht, muss nach Wasser suchen. Und inzwischen haben wir Welten gefunden, auf denen es reichlich Wasser gibt, sodass wir einfach mal die Theorie in den Raum stellen können, dass es in diesem Wasser auch zur Entstehung von Leben gekommen ist. So. Die Frage ist natürlich, wie ist das Leben genau entstanden? In was für einer geochemischen Umgebung kann der Übergang zwischen unbelebter zu belebter Materie stattfinden? Und was sind das überhaupt für Prozesse? Man könnte sagen, dass die Forschung am Ursprung des Lebens
der Kosmologie gleicht, insofern, als dass man zwar das sich entwickelnde Universum und das sich ausbreitende Universum beschreiben kann, aber den Punkt der Entstehung des Universums können wir nicht so richtig festmachen. Darüber können wir keine physikalischen Aussagen treffen. Das heißt, der Ursprung des Lebens ist immer noch ein Mysterium. Ein Mysterium, ja, aber ein Mysterium, das wir mithilfe verschiedener Methoden durchaus untersuchen können. Und eine grandiose Methode wäre natürlich die Suche nach Leben außerhalb der Erde, um zu sehen, ob es quasi universelle Prozesse gibt, die im gesamten Universum aktiv sind und zur Entstehung von Leben führen. Das heißt, wir würden unseren Erkenntnishorizont dahingehend erweitern, dass wir wissen, Leben ist ein einzigartiges Phänomen, das es nur auf der Erde gibt, oder ist es ein Phänomen, das mehrfach vorkommt im Kosmos, genau. Das sich wiederholt. Und die nächste Frage, die man sich stellen müsste, wäre, wie würde dieses Leben aussehen? Würde es dem Leben auf der Erde ähneln oder wäre es komplett verschieden von dem, was wir auf unserem eigenen Planeten kennengelernt haben? Okay, und in welche Richtung tendierst du da? Wäre das Leben vergleichbar mit dem Leben hier oder eher nicht? Ich denke, das Leben auf anderen Planeten auf jeden Fall vergleichbar mit dem Leben auf der Erde sein sollte. Allerdings mit gewissen Einschränkungen. Und man kann die Annahme, dass das Leben auf anderen Planeten dem Leben auf der Erde analog ist, als konvergente Evolution von außerirdischem Leben bezeichnen. Konvergente Evolution ist die Entstehung eines bestimmten evolutionären Merkmals, wie zum Beispiel der Entstehung des Auges, die sich mehrmals in verschiedenen Abstammungslinien vollzogen hat, ohne dass der letzte gemeinsame Vorfahre dieser Abstammungslinien dieses spezielle Merkmal besaß. Mein Lieblingsbeispiel für konvergente Evolution ist Biolumineszenz, also biologisch produziertes Licht. Du hast bestimmt schon Aufnahmen von Biolumineszenz in irgendwelchen Naturdokus gesehen, Tiefseefische, Glühwürmchen, ja, und so weiter und so fort. Und auf der Erde hat sich Biolumineszenz in über 40 verschiedenen Abstammungslinien entwickelt. Und diese Abstammungslinien wiederum beinhalten Hunderte oder Tausende von Spezies. Das heißt, es gibt Tausende, Abertausende von Spezies, die biologisches Licht produzieren. Und vor allem im Meer, also in marinen Umwelten, nimmt die Biolumineszenz eine wichtige ökologische Rolle ein und es wird angenommen, dass bis zu 90% des gesamten Lebens, das im Wasser vorkommt, in unseren Meeren biolumineszent ist. Und stammen wir alle von einem Vorvater ab, einem Urbakterium? Per Definition muss es so gewesen sein, allerdings wissen wir relativ wenig über diesen Last Universal Common Ancestor, Luca. Neuartige Modelle legen auch etwas unorthodoxe Vorstellungen davon nahe, wie dieser Luca beschaffen sein könnte. Es war nämlich keine einzelne Zelle, sondern eher ein Verbund, ein loser Verbund von Vorläuferzellen, Protozellen oder sogenannten Progenoten. Ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie diese Chemikaliensuppe auf einmal lebendig geworden sind. Wenn etwas lebendig werden soll, wenn es in der Lage sein soll, sich zu bewegen, sich fortzupflanzen, sich zu replizieren und ist es nicht im Grunde chemische Reaktionen durchzuführen. Ist es nicht einfach das klassische Huhn-Ei-Problem oder Küken-Ei-Problem? Was war zuerst da, das Küken oder das Ei? So, für ein Ei braucht es ein Küken, für ein Küken braucht es ein Ei. Und um entstehen zu können, muss es schon einen Grad an Komplexität gegeben haben. Das ist richtig, ja. Wie es ihn später geben soll. So, nun heißt es aber in der klassischen Evolutionstheorie, dass sich das Komplexe
aus dem Einfachen entwickelt hat. Nur damit sich das Komplexe aus dem Einfachen entwickelt, wie gibt es da ein Naturgesetz, das quasi die Entwicklung des Lebens in diese Richtung dirigiert? Oder wie kommen diese Komplexitätssprünge zustande? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Komplexität, die aus Einfachem hervorgeht. Du sagst es schon, das ist die Vorstellung, die man gemeinhin hat. Ein System ist erst einfach, wird zunehmend komplexer in Raum und Zeit. Aber was wir jetzt anfangen zu begreifen, ist, dass Kräfte der Selbstorganisation und der Emergenz wichtige Triebfedern im gesamten Evolutionsprozess darstellen. Und was Emergenz bedeutet, ist dieser klassische Gedanke, der ursprünglich von Aristoteles stammt, dass das Ganze mehr ist als seine Teile. Das heißt, wenn du bestimmte biologische Systeme zusammenbringst, und anfangs waren das wohl verschiedene Arten von Molekülsystemen, die sich funktionell zusammengeschlossen haben, plötzlich, und durch diesen Zusammenschluss von Systemfunktionen ist eine neue Ebene von Komplexität entstanden, die man aber nicht wieder auf die zwei Einzelsysteme zurückführen kann. Was ich mir nun gedacht habe, ist, dass man Biolumineszenz als eine Art Fußabdruck des Lebens verstehen kann, als ein Indikator für biologische Aktivität, als Indikator für biologische Aktivität auf Europa, auf dem Jupitermond. Das heißt, wenn es da unten in dieser ewigen Finsternis leuchtet, wissen wir, dass Leben da ist. Genau. Die Eisdecke ist nämlich so dick, dass im Grunde kein Sonnenlicht durchscheinen kann. Und deshalb muss Licht, das wir dort detektieren, höchstwahrscheinlich von einem biologischen Ursprung ausgehen. Also Astrobiologie ist ja noch ein relativ neues Fach, eine neue Wissenschaftsdisziplin. Kann man das schon studieren oder wie bist du dazu gekommen? In den USA gibt es auf jeden Fall schon spezielle Astrobiologie-Studiengänge. Aber ich bin dazu gekommen, indem ich an meiner Fakultät in Heidelberg gefragt habe, ob ich eine astrobiologische Arbeit, Bachelorarbeit einreichen kann. Und das war dann eine theoretische Studie zu möglichen Organismen, die an hydrothermalen Schloten auf Europa vorkommen könnten. Das heißt, ich bin als Biologe an all diese quasi physikalischen Disziplinen rangeführt worden, ein wenig Astronomie, Planetenkunde und so weiter und so fort. Und meine Bachelorarbeit habe ich dann auch nicht nur am Institut für Biowissenschaften, sondern auch am Institut für Physik und Astronomie schreiben können. Okay. Wir haben uns jetzt über Konvergenz unterhalten, über ein Zusammendriften verschiedener Entwicklungslinien. Und beobachten wir nicht dasselbe eigentlich auch in der modernen Forschungswelt mit einer immer größeren Interdisziplinarität, einer immer größeren Verzahnung der Wissenschaftsdisziplinen untereinander? Das kann man auf jeden Fall so sehen. Ein Phänomen, das man aus der Wissenschaftsgeschichte ja kennt, ist auch das wiederholte Erscheinen von bestimmten Ideen zur gleichen Zeit. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Entstehung der Evolutionstheorie selbst gewesen. Darwin hat ja quasi parallel seine Theorie der natürlichen Selektion mit einem anderen Biologen, Wallace, entdeckt. Zeigt euch. Und die Astrobiologie ist ja ihrem Wesen nach interdisziplinär. Das heißt, ohne einen Beitrag der Kosmologie gäbe es keine Astrobiologie, aber genauso wenig gäbe es die Astrobiologie, wenn man sich nicht auch bei der Biologie, der Evolutionsbiologie bedienen würde. Und Astrophysik spielt auch eine Rolle. Das heißt, es ist ein gemeinsames Unterfangen, bei dem alle an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Genau.
Und dieses Ziel ist die Entdeckung von Leben außerhalb der Erde. In unserem Sonnensystem oder möglicherweise auf fernen Exoplaneten. Also ich glaube dran. Endlich haben wir unser Ziel erreicht. Das Sonar zeigt an, dass dieser Ozean mit seiner Tiefe von 100 Kilometern nahezu bodenlos ist. Die Außenbordkameras bleiben schwarz. Stunden werden zu Tagen. Nach und nach befällt das Schweigen der Sensoren auch uns. Nichts regt sich da draußen. Nur hin und wieder fangen wir aus verschiedenen Winkeln leicht erhöhte Lichtemissionen auf. Eine Anomalie, die wir als Neues unserer Geräte abtun. Da erinnert sich Castor, der Astrobiologe, an eine ältere Veröffentlichung aus dem frühen 21. Jahrhundert. Er programmiert einen optischen Code in den Bordlaser und richtet ihn auf das Photonengeflacker. Plötzlich stabilisiert sich das schwache Signal und nimmt sogar noch an Leuchtkraft zu. Die Fotosensoren zeigen Helligkeitswerte, wie sie hier unten eigentlich unmöglich wären. Der Pilot wendet das Tauchfahrzeug. Auf einmal haben wir Blickkontakt mit der Lichtquelle, die immer näher gekommen ist, seit Castor sie mit dem Morsezeichen für Eis angefunkt hat. Ein Schwarm biolumineszenter Wesen umtanzt uns. Mehrzellige, komplexe Lebensformen, angelockt von unserem Laser. Ihre Pracht ist kaum zu beschreiben. Ihre Flossen, die wie Flügel aussehen, und ihr Federkleid aus pulsierendem Licht lassen an Mischwesen aus Quallentier und Engel denken. Vorsichtshalber schalten wir sämtliche Scheinwerfer ab. Da erlöschen auch die filigranen Lichtfäden der Xenoorganismen. Ahmen sie uns nach, ist das Mimikry,